So, schönen guten Morgen, Freunde der Outdoor-Aktivitäten. Heute mit am Start Nico, Marc. Helmut ist heute nicht mit dabei. Helmut, der ist auf dem Weg in Urlaub. Bei den Aktivitäten mit unseren vierrädrigen Freunden, wie man sieht, hier einmal und da einmal, ist Helmut generell nicht mit dabei. Ja, heute wird André noch mit dazukommen. Wir befinden uns heute hier im Offroad-Park Südheide. Leider zum letzten Mal, der Park wird schließen. Deswegen werden wir heute hier alles geben. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute auch mit einem Anhänger gekommen. Unser Freund André, der hat Frühschicht hat er. Und damit er keine Mühen nachher hat, hat dieses wunderbare Maschinchen, eine Sportman XP 1000S von Polaris, eben mal ein anderes Quad gezogen im Anhänger drin. Man glaubt es nicht. Das ist eine Kymco, eine 500er. Das ist die von André. Ja, und hier vorne das andere Maschinchen, was ihr hier sehen könnt. Das ist von Nico. Das ist eine CF Moto Terralender 800. Aber nachher gibt es dann noch ein bisschen mehr zu den Fahrzeugen dazu. Jetzt werden wir erstmal abladen und uns ein bisschen einrichten und dann die ersten Gehversuche im Gelände tätigen. Ja, Freunde, jetzt sind wir wieder hier an unserem sogenannten Basecamp. Lecker mit Essen aufgebaut. Wie man sehen kann, schön die Feuertonne. Es gibt Kaffee, es gibt Steak, es gibt Gemüse, lecker Hähnchen und alles. Schön Kaffee und wunderbar. Der Hund ist auch versorgt. Wir sind versorgt, wir sehen super aus. Wie ihr sehen könnt, Nico sieht perfekt aus. André ist jetzt auch mit dabei. Perfekt, wir sind schon wieder schmutzig ohne Ende. Hier meine Hose. Hose, Wasser. Also die, das sieht schon wieder aus hier. Ihr habt vorhin gesehen, unsere Fahrzeuge haben auch eine bestimmte Farbe gehabt. Jetzt sind wir alle einheitlich Schlamm. Ja, es ist alles nur noch Schlamm. Es ist super geil. Eigentlich soll man ja vom Essen nicht so die Videos machen. Aber schaut euch das an. Das ist der Hammer. Das ist. Also ich kann das nur empfehlen, diese schöne Feuertonne von Pyron Petromax, die gehören ja zusammen, mit einer Schwarzstahlplatte. Also hier gelingt alles drauf. Von Kaffee bis Gemüse, diese Bratwurst, Grillkäse, einwandfrei. Und der Kaffeepergolator, auch von Petromax, ist für solche Anlässe echt einwandfrei. Für unsere Outdoor-Aktivitäten, Wandern, Schrägstrich Klettern ist es nichts, weil es zu schwer ist, aber wenn wir hier mit Anhänger herkommen und dann kann man auch sein Material mal mitnehmen. Wie André mit seinem Gemüse umgeht, sehr, sehr liebevoll. Es ist ein glückliches Gemüse.
das war unser Tag im Offroad-Park. Es ist gut gegangen. Wir haben zwar ein bisschen Materialblessuren an den Fahrzeugen, aber ansonsten Mann und Maus sind heile geblieben. Die Fahrzeuge sehen super lecker aus. Richtig lecker. Ja. Aber es war ein schöner Tag. Er geht jetzt zu Ende. Er ist jetzt hier in dem Offroad-Park zu Ende, wie vorhin schon erwähnt. Er wird schließen. Und ja, wir haben den Tag heute nochmal genossen. Packen jetzt zusammen. Eine Quatte schon verladen, wie man sieht. Wieder ein Anhänger drin. Diesmal ist jetzt das große Zugfahrzeug da, der den Anhänger übernimmt. Und ja, ich würde sagen, wir haben da mal wieder ein ordentliches Outdoor-Abenteuer, ein Draußen-Abenteuer erleben dürfen. Ja, was kann man dazu sagen? Leute, geht raus, macht draußen was. Ob mit Fahrzeugen, ob zu Fuß. Es gibt immer Ideen und wir hoffen, wir können euch einige Ideen mit unseren Aktionen eben halt übermitteln.